Bling. Witch. Hallo, Tim Soat hier. Und von deinen Magic the Gathering Pioneer Decks ist immer noch das mit dem Metalwork Colossus das, was ich am liebsten auch in Explorer of Arena spiele und was ich, wenn ich jetzt auf ein Pioneer Event mal gehen würde, auch auf jeden Fall spielen würde. Weil das Deck macht mir einfach so viel Spaß und ich habe es jetzt so viel gespielt, dass ich ein bisschen gut Übung drin habe. Weiß, wie ich auf verschiedene andere Decks reagieren muss, was ich reinziden müsste jetzt in einem Match oder so. Und das will ich euch jetzt nochmal geupdatet vorstellen. Ich hatte ja schon mal ein Video drüber gemacht, das auch sehr gut bei euch angekommen ist. Vielen Dank dafür. Und da hat aber noch einiges noch nicht ganz gepasst, so mit den Möglichkeiten, die man hat für das Deck. Weil da waren ein paar wichtige Karten nicht drin, die ich jetzt natürlich noch reingetan habe. Das ist jetzt auch immer noch nicht die ganz finale Version des Decks. Ich sag nochmal, welche Karten ich noch reinnehmen wollen würde, die ich jetzt leider noch nicht habe. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. Also, wir fangen mal ganz simpel an. Ganz klar, worum geht's? Das Playset Metalwork Colossus, möglichst viele davon aufs Feld zu knallen und mit Doppelschlag den Gegner mit einem Swing am besten zu killen. Wie machen wir das mit dem Doppelschlag und wie kriegen wir ihn günstig raus? Dafür hat sich aus New Capenna die Karte Brass Knuckles, Schlagring, bewährt. Ja, wenn man die spielt, kopiert man sie und hat insgesamt 8 Mana an Artefakten auf dem Spielfeld, kostet Ausrüsten 1, rüstet man 2 aus für 2 Mana, hat Doppelschlag auf einem 10-10er, was 20 Lebenspunkte bedeutet. Genau. Da der aber noch Blocker haben könnte, ist diese Karte in der Kurve vor den Brass Knuckles perfekt. Gibt uns einen Treasure Token, damit wir auch genug Mana für die Brass Knuckles haben. Gibt uns einen. Gibt der Fliegen, also am besten rüstet ihn mit dem Schlagring und dem aus, weil dann hat er 2 Ausrüstungen und da ist ein 10-10 Fliegen-Doppelschlag, wo die meisten Gegner mit Probleme haben. Ja, das ist so ein bisschen das Kernding des Decks, aber jetzt eine sehr wichtige Karte, die ich tatsächlich beim ersten Mal vergessen hatte: Wedding Invitation. Also die hatte ich vorher noch nicht auf dem Schirm, aber dann gesehen, oh, die ist ja richtig gut. Also, erstmal, 2 Mana-Artefakt, wenn sie ins Spiel kommt, zieht sie eine Karte, also ein Cantrip. Das ist schon mal immer gut. Kann dann auch auf der Starthand dann behalten werden, wenn wir noch nicht so viel haben, weil wir hoffen, dass wir auf was dann reinziehen. Aber viel wichtiger, der zweite Effekt. Und das ist gerade, wie ich am meisten auf Arena auch mit dem Deck gewinne, immer mit einer Wedding, mit einer Einladung zur Hochzeit. Wedding Invitation. Wir opfern sie nach dem Tappen. Eine Kreatur deiner Wahl kann diesem Zug nicht geblockt werden. Und das mit dem Doppelschlag. Metalwork Colossus heißt meistens Game. Und falls sie ein Vampir ist, erhält sie Lebensverknüpfung. Aber das ist nicht relevant in diesem Deck. Ist, glaube ich, aber auch nur in diesem Deck eine sehr gute Karte. Genau, die ist sehr, sehr wichtig für die Evasion von dem Metalwork Colossus. So, das hier ist auch noch eine interessante Karte. Die ich einmal drin. Wollte ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren. 3 Mana Haunted Cloak, aber kostet nur 1 zum Ausrüsten und liegt aber auch da, um den Metalwork Colossus günstiger zu machen. Und die gibt dem Metalwork Colossus Wachsamkeit, Trampel und Eile. Das ist eine Karte aus Shadows of Innistrad, die leider nicht mit dem Arena-Update, mit dem Remastered-Set reingekommen ist ins Explorer-Format. Sonst hätte ich die da jetzt auch schon mal ausprobiert, aber in Paper würde ich sie auf jeden Fall mal spielen. So, dann meistens unser One-Drop-Mondschling-Prototyp. Das ist halt Ramp in dem Deck. So, wir spielen den Zug 1, spielen Zug 2, dann weiß ich die Wedding Invitation oder die vergoldeten Federn. Und dann kann man damit halt dann, hat man gerampt und kann in Zug 3 dann seine Brass Knuckles rausbringen und den Metalwork Colossus. Das ist schon nicht schlecht. Oder vielleicht mit dem Haunted Cloak auch was reißen. Ja, das ist, muss man auf jeden Fall im Playset spielen. Und ist im Late Game eine gute Karte, um eine bleibende Karte auf oder unter der Bibliothek des Gegners zu legen. Eine bleibende Karte, das ist extrem wichtig, entweder um Kahn loszuwerden, weil wenn der liegt, können wir nicht ausrüsten, was ich immer richtig doof finde an dem, wenn ich gegen Mono Green Devotion spiele. Aber das kriegt Kahn weg. Kostet leider 5 Mana. Muss man immer genug Mana dann dafür haben gerade. Ein Blocker, wenn man es gerade vor goldenen Federn macht, den Flieger wegmachen, das ist auch immer eine gute Möglichkeit. Oder, ja, das ist eine sehr vielseitige Karte. Das geht ja auch im gegnerischen Zug. Also das ist schön, dass man sowas nochmal noch als Notfallbutton hat.
Ja, hatte ich ja letztes Mal vorgestellt. Ist ein bisschen ja ein Combo-Deck und wir müssen die Combo ja auch auf die Hand kriegen. Da hilft sehr der Glitzernestkranich. Bester Two-Drop auch fast mit 1-3 fliegend. Ist auch ein netter Blocker gegen Geister oder andere aggressive Fliegerdecks wie Engel und so. Und ja, wenn ein Spiel kommt, schauen wir sowas in vier Karten an, nehmen eine Artefaktkarte auf die Hand und finden damit unsere Combo-Pieces immer. Genau. Aber, letztes Mal hatte ich gar nicht, die zweite Version dieser Karte drin, aus Dungeons & Dragons. Ingenious Smith, erfindungsreiche Schmiedin. Die macht dasselbe, nur ist sie ein 1-1 Flieger, ist sie kein Flieger und eine 1-1 stattdessen und wird halt stärker, wenn wir Artefakte spielen. Also das ist tatsächlich, wenn das Spiel mega grindy ist, aber die irgendwie immer noch liegt, kann sie dann doch nochmal ein bisschen größer werden und immer noch ein bisschen reinhauen. Also in dem Deck vor allem mit den ganzen Artefakten, da ist das schon nicht verkehrt. Und das ist auf jeden Fall, dass wir achtmal diesen Effekt haben, dass wir uns Artefakte von den obersten vier rausholen können. Genau, und jetzt, letztes Mal schon vorgestellt, gläserner Sarg und Portable Hole. So, in Arena spiele ich viermal Portable Hole und ein gläserner Sarg, glaube ich. Hier habe ich gerade zwei und zwei. Ich würde auf jeden Fall das Playset Portable Hole noch vollkriegen wollen, aber es ist eine recht teure Karte. Einen hatte ich schon, einen habe ich mir ertauscht jetzt. Da muss ich nochmal gucken, dass ich an die anderen beiden Kopien dann auch noch komme. Aber auf jeden Fall gegen Aggro-Decks, gegen Combo-Decks und sowas der beste Turn 1 Removal. Auch das wird jetzt auch immer relevanter. Das ist ja auch in Legacy eine sehr relevante Karte und in anderen Formaten, die jetzt so schnell sind. Und ist halt Removal, der ein Artefakt ist, der unseren Dings günstiger macht, unsere Metal War Colossus. Deswegen spielen wir die und nicht irgendwie Fateful Absence oder irgendwie sowas. Dann auch sehr relevant, immer auf der Starthand. Der einzige Grund, warum ich auch gegen Greasefang, Vehicles oder Collected Company Decks gewinnen kann, wenn ich, oder auch Is It Creativity, wenn ich die mit Metallic Rebuke dann konter. Da weiß ich schon immer, okay, das ist das und das Deck, okay, ich muss mir mein Metallic Rebuke jetzt offen halten, wenn sie das Mana dafür haben. Immer sehr, sehr wichtig. Habe ich dreimal im Deck. Könnte man auch noch mehr machen, aber das seht ihr dann im Sideboard. Dann habe ich noch zweimal den Witches offen drin, weil er einfach eine klasse Combo ist. Ich glaube, das hatte ich aber auch schon im ersten Video erklärt mit dem Metalwork Colossus. Man opfert ihn, kriegt zwei Food Tokens. Die zwei Food Tokens kann man opfern, um den Metalwork Colossus mit seinem eigenen Effekt vom Friedhof wieder auf die Hand zu kriegen. Also, das ist eine super Combo mit dem Metalwork Colossus, dass Control Decks den nie wegkriegen. Weil man auch immer auf Sachen reagieren kann. Sie wollen aus dem Spiel entfernen mit einem mit diesem Schleim, dann kann man anketten, dass man ihn auf die Hand wieder zurückholt mit den Speisespielsteinen. Sie wollen ihn removen, kann man mit dem Hexenofen anketten. Das ist immer das Relevante. Genau. Und jetzt noch so ein bisschen die Landbase. Bei den ganzen Artefakten ist Turm der Industrie ganz gut. Ist halt ein Painland für alles, was wir quasi brauchen. Also quasi. Man könnte auch das blau-weiße Painland spielen, ganz klar. Ugins Heiligtum, leider auch noch nicht in Arena für das Explorer-Format, aber natürlich im Pioneer spielbar. Kann, wenn wir ein Metalwork Colossus spielen, können wir es opfern und uns direkt den zweiten holen. Spiele ich gerade einmal, könnte man auch noch ein zweites Mal spielen. Aber ist halt ein farbloses Mana, so das Ding davon, das sollte man es nicht so oft spielen. Genau wie das Inventor's Fair. Das blende ich nochmal ein. Das ist auch noch auf jeden Fall eine Karte, die ich noch einmal haben will für dieses Deck. Die spiele ich zweimal in Arena, weil das ein, weil es ein legendäres Land ist. Also das willst du auch nicht zweimal auf der Hand haben. Das ist richtig doof immer, aber es ist halt auch ein farbloses Land und gibt uns Leben, wenn wir drei Artefakte auf dem Spielfeld haben. Das ist immer nicht schlecht. Und macht für vier Mana, wir können uns ein beliebiges Artefakt raussuchen. Also in festgefahrenen oder länger dauernden Spielen sucht ihr einem das Combo-Piece dann raus, was man noch braucht dann. Ist man damit auch happy. Genau, dann habe ich noch so ein paar Dual Lands hier gerade übrig. Zum Beispiel Glacial Fortress, Tempel der Erleuchtung, Deserted Beach. Da kann man natürlich auch Hallowed Fountain, das Painland oder noch bessere Sachen spielen. Das ist auf jeden Fall. Oder die Pathways. Die spiele ich auf jeden Fall auch viermal in Arena. Da spielt ihr, was ihr habt. Und der Rest sind Inseln und Ebenen. Inseln spiele ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So ein bisschen mehr. Ebenen spiele ich 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Also sind wir bei 17, dann die drei noch 20, noch die drei 23 Ländern. Also so ein bisschen die normale Ratio für ein normales Deck. So, dann noch einmal kurz, was ich momentan im Sideboard habe. Wobei das aber auch nicht so das optimale Sideboard ist. Da müsste ich mir noch mehr holen. Für aber auch so ein paar Ideen, was man in dem Deck noch spielen könnte. Also klar, Sideboard-Karte ist auf jeden Fall Pithing Needle, Disenchant, wo man es braucht. Bisschen was gegen Friedhof-Decks. Lantern of the Lost ist da nicht schlecht. Das war auch, glaube ich, im Gruul-Deck drin. Soul Guide Lantern, Tormod's Crypt. Gute Artefakte. Wenn man mehr Counterspells braucht, kann man auch noch zu Spell Pierce und Störungsprotokoll greifen. Das ist halt in dem Deck einfach Counterspell für zwei blaue Mana. Habe ich noch nicht so wirklich getestet, aber die beiden kommen mir sinnvoll vor. Auf jeden Fall. Und ja, zum Beispiel das gegen Instant Creativity wird man auf jeden Fall reinsiden und so. Vielleicht mache ich da noch einen zweiten einfach mal ins Sideboard rein. Genau, man könnte vielleicht noch einen zweiten Haunted Cloak spielen, wenn man merkt, so, okay, das ist ein Kreaturendeck und ich brauche jetzt die Evasion. Genau wie noch eine vierte Wedding Invitation. Oder wenn man merkt, man braucht noch mehr Removal, kann man noch mehr Gläserner Sarg oder Portable Hole reinnehmen, wenn man nicht dann eh schon das Playset drin hat. Und Goldenes Ei war halt noch so eine Idee. Das will ich jetzt nicht rein sideboarden, aber das war noch so eine Idee, das zu spielen. Das ist aber eigentlich schon obsolet wieder durch die Wedding Invitation, weil die zieht, das ist ja auch ein Eck in dem Sinne, dass es uns eine Karte zieht. Aber Windschillbrunnen ist vielleicht noch ganz interessant als One-Drop, weil Hellsicht auf jeden Fall hilft, die Combo zu finden und im Late Game zwei Karten damit zu ziehen, ist auch nicht verkehrt. Genau. So, und jetzt zeige ich nochmal ganz kurz eine Starthand von dem Deck. Damit ihr auch wisst, wann man mulligen sollte und wann nicht. Das ist auch immer wichtig. Also klar, wenn man Metalwork Colossus auf der Hand hat, ist das schon mal immer sehr gut. Aber wenn man dann die Brass Knuckles nicht zieht, dann kann man zumindest noch mit anderen Artefakten auf das Thema kommen. Am besten ist natürlich immer Metalwork Colossus, irgendeine Evasion wie die Pinions oder die Wedding Invitation und Brass Knuckles. Da geht es natürlich am schnellsten. Aber klar, wenn man den die Schmieden oder den Kranich auf der Starthand hat, kann man das natürlich auch keepen. Meistens finden die einen, was man braucht. Leider sind das dann auch immer die Ziele für Sword Seeds. Da hatte ich dann gegen den Robin gespielt, wollte ihm das Deck zeigen und er hat mir in beiden Spielen Turn 1 diese Karten dann geswordseized und dann habe ich überhaupt nichts Brauchbares mehr gezogen, leider. So, wir ziehen jetzt mal. Starthand von 7 Karten. So, okay, das ist jetzt natürlich mit den Ländern hier ziemlich kacke gerade. Muss noch ein bisschen besser mischen. Das wäre natürlich ein Mulligan, auch wenn man Turn 1 den Witch Oven hätte spielen können und dann hoffen, dass man ein zweites Land zieht, aber das macht man natürlich nie. So, versuchen wir noch zwei. Okay, das sieht doch schon besser aus. Also, wir haben drei Länder. Wir haben den Smith, den Schwing-Prototyp und den Mondschlingen-Prototyp, einen gläsernen Sarg und Wedding Invitation. Das wird man auf jeden Fall so ziehen. Also, mal gucken, wie schnell man jetzt damit gewinnen kann. Turn 1, Insel, Mondschlingen-Prototyp, unser Ramp, ganz klar. So. Turn 2, Plains, Ingenious Smith. Gucken wir uns die obersten vier an. Portable Hole Gilded Pinions, okay. Da würde ich jetzt wahrscheinlich eher zu den Gilded Pinions erstmal greifen, aber man könnte natürlich auch, wenn man Removal gerade braucht, das Portable Hole holen. So. Zack. Zug 3. Spielen wir nochmal eine Insel aus. Die Wedding Invitation. Und wenn man es vielleicht gerade braucht, dann mit der und dem Mondschling. Also genau, bei den Invitations ziehen wir uns eine Karte nach. Gut, dann damit dann noch ein Guild Pinions spielen. Da wir gerade genug Mana haben, könnte man damit dem Schatz, den man gerade macht, noch einen zweiten Ingenious Smith spielen. 4. So, da haben wir nix gerade, da haben wir gewifft. Das passiert leider sehr oft auch. Irgendwie in letzter Zeit bei mir. Na, aber noch nicht aller Tage Abend. Wir haben zwei Ingenious Smiths, die jetzt auch immer größer werden, wenn der Gegner nichts macht. Dann kommt an Zug 4 halt wieder eine erfindungsreiche Schmiedin. Gucken wir nochmal durch.
Nochmal vergoldete Federn. Okay, das ist natürlich, wenn alle Metalwork-Kolosse ganz unten sind, ist das natürlich blöd. Das macht natürlich dann nicht viel Sinn. Ja, aber jetzt allein mit gläserner Sarg und allem, da hätten wir schon 7 Mana auf dem Feld. Ja, irgendwie in Paper, in Arena habe ich das Problem nicht, aber in Paper ziehe ich irgendwie die Metalwork-Kolosse. Wo sind die jetzt gerade alle? Die alle auf einer Stelle. Eins, ja, eigentlich sind die rechts verteilt. Zwei, drei, alle in der unteren Hälfte des Decks. Toll. Oh Mann. Ja, komm, einen Versuch. So, versuchen wir noch eine Starthand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Also, wir hätten Mondschlingen-Prototyp für den Anfang. Ein bisschen viele Länder, aber wir haben den Glidness Crane und Metallener Koloss auf der Starthand. Deswegen, das kann man doch machen. Also. Wir müssen leider mit dem Tempel der Erleuchtung anfangen. Scryen wir mal. Das kommt unten drunter. So. Als Land war. Und nächste Runde. Ebene. So, jetzt. Der Gegner einen One-Drop hatte, Portable Hole und Mondschlingen-Prototyp. Da war schon mal 2 Mana an Artefakten auf dem Feld. Zack, ein Turm der Industrie. Kannst auch für alles Mana tappen. Und dann kommt jetzt mal für ein Mana, das muss man mal denken, dran denken, dass man jetzt so dann tappen kann. Und für Blau der Glintness Crane. Mal gucken, was der uns Schönes zieht. 2, 3, 4. Okay, auf jeden Fall eine Wedding Invitation. Das ist schon mal ganz gut. Können wir auch direkt ausspielen. Zack. Und ziehen noch eine Wedding Invitation. Okay. Brauchen wir nur eine, aber kann auch nicht schaden. So, dann hätten wir in der nächsten Runde einen Tally Rebuke als Antwort. Schon mal nicht schlecht. Nochmal ein Deserted Beach. Haben wir alles an Mana. Und noch eine Wedding Invitation. Eine Karte. Dann Guild Opinions. Zack. Und jetzt haben wir 2, 4, 6, 8 Mana. Also in der nächsten Runde könnten wir ein Metalwork Colossus spielen. Ich ziehe die Breath Nuggets jetzt nicht. Ja. Und sind jetzt 8 Mana, könnte also für 3 Mana den Metalwork Colossus spielen. Und ihn zumindest schon mal fliegend machen. Ja. Also im 1-1, im 1-gegen-1, 1er-Spiel, Explorer spiele ich dieses Deck sehr gerne, weil wenig Decks auf das irgendwie vorbereitet sind. Es weicht auch viel Removal aus. Fateful Push funktioniert hier nicht, Go for the Throat funktioniert hier nicht und alles, was Schaden macht, sowieso nicht, weil der Metalwork Colossus einfach ein fetter 10-10er ist. Oder Fight Effect in Grün oder was auch immer man so erwarten muss. Da kann man auf jeden Fall, oder Portable Hole oder sowas, da kann man auf jeden Fall mit dem Metalwork Colossus sich relativ sicher sein. Gegen Boardwipes und dergleichen hat man dann immer noch den Witches offen. Ja, aber funktioniert super. In Paper muss ich es wahrscheinlich noch ein bisschen optimaler bauen, aber eigentlich mit den 8 Suchern und allem müsste das Deck jetzt halbwegs gut funktionieren. Man muss halt ein bisschen Glück haben, um die Combo zu ziehen. Ja. Aber macht auf jeden Fall Spaß, das Deck. Like das Video gerne, kommentiert, was ihr noch so für Ideen für das Deck habt. Und ja, abonniert den Kanal für weiteren Magic-Content. Und danke fürs Zuschauen. Bis dann.